Da kommt dann immer alles auf einmal und damit aber erstmal willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich hatte ja gestern schon gesagt, der Pass, beziehungsweise könnte es der beste Pass ever sein hier, der April-Pass, oder ist das eher April-April? Ich weiß nicht. Wir werden es checken, aber ich muss wirklich sagen, ich mag den Skin vom Royal Champion sehr gerne. Der passt auch vor allen Dingen jetzt im Moment ja in die Zeit mit Mund-Nasen-Schutz, also perfekt gemacht hier von Supercell, also alles richtig gemacht. Und dann lass uns mal eben den Pass, würde ich sagen, checken anhand der Rewards, die man natürlich sehr, sehr schnell sehen könnte in der Rewardlist, aber damit ich das Video unnötig in die Länge ziehe, gehe ich natürlich mit euch jeden Punkt ganz, ganz klein durch hier. Direkt am Anfang wieder für 120 den Bilderboost, Trainingsboost, Research Boost. Es gibt Bücher, es gibt Runen, okay. Ja, größere Bank ist klar. Dunkle Rune, oh, dunkle Rune schon bei 740, okay. Ah, das ist krass. Das ist krass, vor allen Dingen mit dem Account, auf dem ich jetzt gerade bin, nämlich auf dem 13er von Avatar. Es gibt wieder ein bisschen davon, davon, davon. Okay, was gibt es am Ende? Ein Heldenbuch natürlich und natürlich den coolen Skin hier. Kurz mal die Münze geworfen. Und dann will ich mir den Pass aber auch mal holen. Wie gehabt, mit dem Account und auch mit dem anderen 13er-Account hole ich mir ja eigentlich immer den Pass. Das Dusselige ist eigentlich, ja, zu Saisonanfang ist es ist immer irgendwie das gleiche Lager, alle voll. Und im Moment kosten ja zum Beispiel auch Mauern nur die Hälfte. Lohnt sich natürlich super, jetzt Mauern zu machen. Nur wenn du irgendwie, ja, wär natürlich noch schicker mit 10 oder 20% Reduzierung, aber egal. Können wir nichts dran machen. Machen wir erstmal Get Gold Pass. Jo, 5,49 Buying. Touch-ID bezahlt. So schnell kann es gehen. Ihr braucht nur meinen Daumen. Okay. Oh, ich habe jetzt gar keinen Creator-Code eingetragen, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Sonst trage ich ja immer irgendwo tatsächlich auch einen Creator-Code ein. Allerdings nicht meinen. Wir gucken mal, ob ich schon einen habe. Nee, der hat immer noch keinen. Okay. Dann brauche ich mich auch nicht unterstützen. Dann brauche ich mich auch nicht unterstützen. Okay. Wir wollen aber trotzdem ein bisschen Kohle ausgeben. Ich habe mir den letzten Pass in jedem Fall noch rechtzeitig gestern Abend abgeholt. Ich hoffe, das habt ihr auch noch alle gemacht und seid dann nicht irgendwo in den April-April reingekommen. So, April-April hast du deinen Pass versäumt. Nee, haben wir nicht versäumt. Wir machen den mal eben, sodass wir zumindest den 1-Gem-Boost haben, beziehungsweise den 1-Gem-Spenden-Boost. Jetzt hab ich mal wieder nicht geguckt, was man denn eigentlich noch so machen muss im Pass, aber ich glaube, die sinnlose Spammerei hier von mir, die geht ja immer. Ach, die geht irgendwo immer. Und jetzt muss ich mal gucken, wir gehen mal hier dahin mit der Maschine in der Hoffnung, dass der Lava-Launcher darauf schießt. Jawohl, macht er. Dann bleiben nämlich meine kleinen Skelette in der Base am Leben und die Kampfmaschine zieht ihn schön auf sich, aber der ist jetzt auch schon down. Der hat auch nur zweimal geschossen. Okay. Boah, sieht ganz gut aus, aber die Tonne macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Die ist aber auch down. Perfekt. Und dann kriegen wir das Rathaus. Ja, geht ganz gut. Ah, hier, auch im Dunkel, im Nachtdorf, glaube ich, ist alles um die Hälfte reduziert. Das checke ich jetzt gleich aber mal. Das weiß ich nämlich gar nicht. Habe ich noch gar nicht getestet. Wenn der Gigatesla da ja noch fallen würde, dann wäre das ganz schick, ne? Das tut das sogar. Okay. Perfekt. Jawohl. Geht los hier. Geht super los, der Tag mit mir. Also können wir wieder ein bisschen Clash of Clans spielen und holen ja schon mal die ersten 100% hier des Tages. Also kein April-April, sondern toller Start hier für mich. Super. 100% im Nachtdorf. Ist jetzt nicht so dolle, aber wir haben auf jeden Fall gewonnen. Und jetzt gucken wir mal, ob auch hier die Sachen alle nur die Hälfte kosten. Eben mal abbauen. Der kostet immer 1000 und der hier hinten kostet immer 500. Okay. Aber kosten die Mauern jetzt auch nur die Hälfte? Ah, ich habe ja noch. Ärgerlich. Okay. Na, das ist sehr ärgerlich.
Das ist sehr ärgerlich, muss ich sagen. Das ist gerade mal sehr ärgerlich. Wisst ihr warum? Weil es ja im Moment habe ich ja noch gar nichts verbilligt. Im Moment habe ich ja wirklich noch gar nichts verbilligt. Und jetzt muss ich aber mal, glaube ich, ein anderes Dorf nehmen. Beziehungsweise hier können wir auf jeden Fall Mauer machen. Hier können wir Mauer machen. 2,5 mit Elex, weil mit Elex brauche ich gar nichts mehr herstellen. Da machen wir hier halt mit für 2,5 die Mauern. Dann kommen wir hier ganz gut beisammen. Oh, da geht aber einiges hier. Junge. Ich merke schon, ich muss die nächsten 11 Tage. Oh, die kostet 3 Millionen halt. Das wäre dann noch ein weiter. Okay, dann müssen wir hier hinten weitermachen. Die für 2,5 machen wir erstmal. Und oh, wir haben ja Bauarbeiter frei. Und auch hier ist alles, kostet alle nur die Hälfte. Oh. Da machen wir das, was Sinn macht. 8 Mille hier. Jo, 8 Millionen nur. Der kostet eigentlich 16 Millionen, wenn man ohne Pass spielt. Ah, richtig krank. Okay, ich spende mir mal eben und mache einen ganz kurzen Cut. Den werdet ihr aber so gut wie gar nicht merken. So, sehr schick. April. Mal sehen, wer uns in April schickt. Aber bevor wir anfangen, fast wieder vergessen. Wir wollten ja auch unseren King leveln. Okay, jetzt muss ich natürlich 270.000 dafür hinlegen. Egal. Der Kollege muss ja noch ein paar Level machen. 68 haben wir jetzt. Oh, mein Lieber. Okay. Naja, dauert doch noch ein paar Tage länger. Irgendwie war ich auf dem Stand, ich muss den ja nur noch 3 Level leveln. Aber stimmt ja gar nicht. Wir sind ja gar nicht bei 70. Wir sind ja schon bei 75. Okay. Habe ich mich jetzt gerade selber in April geschickt. Aber seid ihr heute schon in den April geschickt worden oder fällt dieses ich schick mal alle in den April im Moment aus, wegen war schon. Oder eigentlich haben wir ja, vermutlich haben wir ja jeden Tag 1. April, ne? Ist ja ein ganz, ganz großer Witz, was hier gerade stattfindet. Okay, den können wir nehmen. Den können wir mitnehmen. Ich glaube, die Base hatte ich gestern schon, kann das sein? Leute, oder war das ein bisschen anders, war die? Okay. Aber ich glaube, die war ganz, ganz ähnlich. Die war ganz, ganz ähnlich. Wo fährt denn der Warden dahin? Habt ihr das gesehen gerade? Habt ihr das gesehen, wo der Warden gerade hingefahren ist? Oh. Aber die Warden-Statue bekommen wir nicht, okay? Dann müssen wir hier eben mal rein. Ach ja, ist gut, ey, Tesla. Junge. Okay, dann müssen wir hier mal durchwuten. Und dann gucken wir gleich mal, wo wir mit unseren Hybrid reingehen können. Schauen wir mal, aber ich meine, ich hätte so eine ähnliche Base gestern schon gemacht, ne? Kann das sein? Ich meine, ich hätte so eine ähnliche Base gestern schon gemacht. Okay, die Queen ist aber gut dabei. Das passt noch so. Und, okay, dann gehen wir von hier ganz, 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 ganz weit hinten rein. So, wer schießt denn da eigentlich immer? Okay, das sind die Scattershots hier. Kurz, oh nein, zu spät, Toto. Zu spät. Wie so oft kommt der Toto etwas zu spät. Okay, Hocks hinterher. Aber der Champ dort muss fallen. Okay. Der Champ dort muss fallen. Alles klar, was habe ich in der Clanburg? Ach, ich habe Bola da drin. Okay. Naja, egal. Sorry, dass es gerade ein bisschen leiser wurde, aber ich hätte fast verpeilt, was ich da eigentlich drin habe. Hier hinten haben wir aber noch einen Helden. Den machen wir jetzt. Eben mal in Gift. Perfekt. Und kriegen wir den denn auch? Ah, da müssen die Miner sich drum kümmern. Ja, passt. Naja, da habe ich schon schlechtere Angriffe von mir gesehen. Also habe ich mich auch nicht selber in April geschickt. Ich habe eben noch mal kurzfristig umgebaut für ein Clanspiel, beziehungsweise nicht für ein Clanspiel, sondern für ein Passspiel. Da musste man ein paar Magier mitnehmen, 6 Stück an der Zahl nur. Und dann musste man hier gewinnen. Das Dunkle kriegen wir auch noch durchgebounced da hinten. Jawohl, kriegen wir auch noch. Perfekt. Bis auf 700 da in der Mitte haben wir ja auch fast alles bekommen. Können wir eigentlich gleich noch was anstarten, würde ich sagen.
Und aber erstmal hier reingehen. Ah, okay. Ja, ich habe eben schon gespendet. Dann können wir uns das Ding schon mal holen. Dann können wir wenigstens mit einem Gem so ein bisschen was wegspenden. Und dann können wir hier auch schon spenden. Ich weiß gar nicht, ob es eine Spendenquest oder sowas gibt. Ist aber auch egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, eine Maschine und noch eine Maschine. Und ein Zauber. Was wollte ich eigentlich machen? Ja, das ist eine gute Frage. Wir boosten hier mal. Ein Gem-Boost nutze ich jetzt nicht das erste Mal, sondern. Oh ne, nicht das Ding nehmen. Ja, das wäre auch fatal, wenn ich gerade so ein paar Gems ausgebe hier zum Boosten. Und dann kommt der Klassiker, ne? Haust noch eine Pulle hinten drauf. Haust noch eine Pulle hinten drauf. Werkstatt muss auch geboostet werden. Und damit müssen wir jetzt eigentlich alles im Boost haben. Perfekt. Dann nehmen wir die nochmal. Quick Train. Warum habe ich nicht genug Platz? Ach so. Jetzt habe ich wieder genug Platz. Okay, perfekt. Ja, ich habe jetzt natürlich ein paar Hawks dabei, aber mal sehen, was wir hier noch für Spielchen machen können. Wir müssen da noch ein bisschen was machen, denn die ersten Rewards liegen ja nicht weit weg. 10% Bilderboost, also ein April-Scherz ist das hier auf jeden Fall nicht der Pass, sondern der Pass gefällt mir mal wieder ganz gut. Also jetzt vom Goldpass her. Unten den, ich nenne ihn mal so, den Silberpass, den gucke ich mir meistens überhaupt nicht mehr an, denn die Sachen habe ich mir gestern auch einfach nur so rausgeholt, wie es eben kam. Und dementsprechend habe ich jetzt auch ein bisschen mehr an Gems zur Verfügung gehabt. Das heißt, was ich weggesammelt habe. Wir können aber noch einen Bauarbeiter losschicken. Archer Tor, was haben wir denn eben eigentlich gemacht? Machen wir mal ein Kanönchen, die brauchen ja auch noch ein bisschen. Ach ja, ich wollte es gerade sagen. Die Laufzeit ist die gleiche geblieben, ne? Ja, schade. Okay, die Laufzeit ist im Moment noch die gleiche geblieben. Ich war jetzt gerade total verwirrt. Habt ihr jetzt, glaube ich, gehört? Ich war total verwirrt. Okay, Klar Games haben wir aber auch. Ist auch kein April-Scherz. Und uns fehlen aber noch Leute hier im Clan-Herausforderer. Ich glaube, uns fehlt noch ein oder zwei 13er, damit wir hier weiterspielen können. Von einigen kenne ich den Status auch nicht. Die planen wir auch gar nicht mehr mit ein. Aber ich meine, uns fehlen noch so 1, 2, 13er. Vielleicht habt ihr ja heute noch einen. Also kleiner Aufruf. Wir haben noch Slots frei für Rathaus 13. Ich mache einen kurzen Cut, gib mir mal eben Truppen und dann machen wir noch einen aprilmäßigen Angriff. Manche Dörfer hatten irgendwie unterirdischen Loot. Ich weiß gar nicht. Also ich habe jetzt etwas länger gesucht und aber einige hatten da so 10.000 Gold und 8.000 Elex oder sowas. Ich habe jetzt fast meinen ganzen Boost hier weggeboostet, beziehungsweise meinen ganzen Boost hier geboostet. Also ihr wisst schon, was ich meine. Und beziehungsweise habe den ganzen Boost hier schon bald verballert, nur mit Suchen. Also das war jetzt schon, muss ich sagen, so ein bisschen, ich will nicht sagen erschütternd, aber ernüchternd oder wie man das nennt. Also wirklich weiß ich nicht, woran das gelegen hat. So, was haben wir denn hier? Da haben wir eine Bombe, die da gebaut wird. Okay, ich muss mal eben gucken, wo wir jetzt mal, wo ich der King jetzt eine Schneise, der Queen eine Schneise reinschlagen kann. Warte mal, ich glaube, wenn jetzt hier gleich der Bombenturm anfängt zu schmeißen, könnten wir da reinkommen. Ja, das passt so. Das passt in jedem Fall. Oh, jetzt gibt's aber Hartfeuer da. Okay, ich muss da ein bisschen was stilllegen, glaube ich gerade. Beziehungsweise, oh. Alter Falter. Das ist aber heftig. Hier geht es aber gerade zur Sache. Okay, so, mein King ist da auch noch dabei. Perfekt. Sehr schick. Dann können wir hier oben wieder starten. Und ich glaube, die Queen, kriege ich die wohl nochmal gebootet? Ach ne, kriege ich. Zu spät. Wieder zu spät. Ich bin heute aber extrem zu spät, würde ich sagen. Gehen wir hier mal rein. Zweimal die Headhunties damit reingezogen. Und den da hinterher. Oh ne, meine Heiler da. Die muss ich weggiften.
die Skill Ladies. Und ja, passt ja. Mal sehen, ob wir noch bis zum dunklen Pott kommen. Erst muss der Adler jetzt weg sein. Das passt. Sehr gut. Was habe ich denn in der Clanburg gehabt? Ah, Pekka und Eisgolem. Okay, das ist auch in Ordnung. Eben mal gezündet. Den Royal Champion. Und packt er das noch? Oh, die ist eine Heilung. Allerdings reichen die Trefferpunkte nicht mehr. Okay. Die Trefferpunkte reichen bei Weitem nicht mehr. Aber trotzdem, unten, da hinten haben wir. Ah ne, Miner habe ich auch nicht mehr. Da hat es jetzt, glaube ich, auch den letzten Miner und auch den Warden zerrissen. Und ein Schlag noch. Na komm, wenn der Eisgolem jetzt noch aufgeht, dann kriege ich das Rathaus noch, oder? Ah ne, doch nicht. Ich dachte gerade. Wenn er noch aufgeht. Ne, der teilt sich ja auch gar nicht, ne? Ich dachte gerade, es wäre soweit. Naja, okay. Aber ich bin trotzdem der Meinung, der Pass ist gut. Also es ist kein April-Schatz geworden. Und ich habe eben noch mal kurz im Shop gespickert. Auch das gibt es natürlich immer oder fast immer zum Season-Start. Also beschenkt eure Member, beschenkt eure Mites mit ein wenig Geschenke. Ich brauche keine Geschenke. Ne? Ich bin ja immer noch am Überlegen, ob ich mir das da hinten hole, diese 5 Bilder-Potions. Mal sehen, mit dem anderen Account habe ich es auch noch nicht gemacht, aber mit dem Account hier bin ich jetzt erstmal so weit, glaube ich, durch. Dann kann ich jetzt auf den nächsten 13er springen und kann mir einen schönen, netten 1. April machen. Ich hoffe, das macht ihr auch. Und zu Ostern gibt es dann morgen noch eine Folge. Also bis dahin, danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Läscht.